So, hier ist er nicht, aber ich glaube, er war irgendwo da oben. Genau, da oben! Alter, habe ich gerade dem anderen einen Headshot verpasst? Wie er auf einmal vor mir runterkam. The fuck? Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Beim letzten Mal haben wir uns ein paar weitere Herzteile besorgt. Und, noch eine Flasche. Und sind jetzt gerade auf dem Weg zum... Kann ich einfach durchfliegen oder musste ich das mit meinem Dings aktivieren? Ich weiß schon gar nicht mehr. Warte mal kurz hier. Sind gerade auf dem Weg zum... mach ich denn da? Zum Heiligen Hain. Mit diesem komischen goldenen Huhn. So, dreh dich mal. Soll ich drehen, Mann? So. Danke. Nein! Link. Alter, bist du lebensmüde, oder was? Rollt er einfach runter. Glaub's ja nicht. So, sehr schön. Weg geebnet. Da nochmal kurz drehen. So. Ich weiß gar nicht, kann man das immer noch mit Mitnah machen? Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht mehr rüber als Wolf, denn da waren vorher Seile, die sind weg. Irgendjemand hat die gekappt. Ich weiß nicht wer, wer sich hier extra die Mühe macht, aber hey, ist egal. So, Huhn, du kommst einfach mal mit in den verlorenen Wald. Und dann werde ich es ja aussetzen. Dass du für immer verloren bist, es ist schon für immer verloren, es ist einfach weg. Es ist einfach weg, es ist verloren. Link hat es verloren. Okay. Tschüss. was denn jetzt? Die Rache des Huhns. Nee. Natürlich das Horror-Kid wieder. Er pustet uns wieder ins Gesicht. Ich hab dir auch gesagt, du sollst das lassen. Das ist ekelhaft, Mann. Und ihr seid auch ein bisschen eklig. Renn nur davon. Renn nur davon. Das bringt ja auch nichts. So, sollte ich vielleicht... Wow, okay. Einfach gegen Schild geschlagen. Ich glaube, ich mache das tatsächlich als Wolf lieber. Oder? I don't know. Ja genau, jetzt können wir diesen Fackeln, also dem Leuchten folgen. Ihr habt es vielleicht gesehen, da hat es kurz geleuchtet. Das zeigt uns den Weg da vorne. Seht ihr es? Es leuchtet. Das ist die Lampe des Horror Kids. Der müssen wir folgen. Das ist aber gerade nicht, in welche Richtung es ging. Na, es geht eigentlich auch so ganz gut. Ah doch, da ist er doch. Da ist er doch! Versteckt er sich dahinter. Der Bastard, bam! Auf zu pusten. Genau, mach mir einfach den Weg wieder auf. Ja, müssen wir leider wieder so ein bisschen... dasselbe machen quasi. Nicht ganz, ist schon ein bisschen anders. Ist auch ein anderer Weg und so. Aber trotzdem, kennt das Ganze doch schon. Im Groben und Ganzen. Oh, da oben ist ein Geist. Ein Geist. Den will ich mir auch gerne holen. Zack. Alle weggebasht. Was wollt ihr eigentlich, ja? Könnt doch nichts. So, lasst mich hier hoch. Ich will den Geist verkloppen. Denn das macht mir Spaß. Leute, was wollt ihr? Was wollt ihr? Verzieht euch. So schnell zum Wolf werden. Leute, was ist euer Problem? Au, ihr habt mich getroffen. Richtig fieser Kerl. Pfeile. Die kann ich hier gebrauchen. So, ich spüre. Hey, Typ. Leute, was wollt ihr denn? Was wollt ihr? Ich will doch nur den Geist. Und den kriege ich auch. Nice. Einfach alle weggebasht. Gar kein Ding. So, und ich bleib mal kurz ein Wolf. So, gehen wir jetzt hier lang? Ja. Da vorne. Muss ich da hoch? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube hier. Ja, genau. Da haben wir es doch kurz aufleuchten sehen. Und da sieht man es immer noch aufleuchten. Scheinbar diese Richtung. Ah, Moment. Moment, das sind Fackeln. Das sind ja Fackeln. Die will ich anzünden. Muss immer alles anzünden. Links richtiger Pyromane. Einfach den ganzen Wald anfackeln. Das macht er gerne. Hat er mir so erzählt.
Und eine Truhe. Was haben wir denn da? Ein Stempel vielleicht? Nee, Bomben. Wow. Wow, die habe ich jetzt gebraucht. Unbedingt. Was hätte ich nur ohne diese Bomben getan? Ich weiß es nicht. Nein, Link, hinter dir. Gut, gut, gut. Alles klar. Alles gut. Okay, sehr schön. So, da geht's weiter. Moment, ich kann schon mal... Ah, nee, habe ich doch. Nee, habe ich nicht. Ich will normale Pfeile. Denn jetzt wackelt der da oben rum. Wir müssen ihn abballern. Damit es weitergeht. So, ein weiterer Weg offen. Hier sind jetzt auch mehr Wege offen. Wo wir vorher noch gar nicht lang konnten. Zum Beispiel in dieses Gebiet konnten wir vorher noch gar nicht. Das ist völlig neu. Also irgendwie schaffe ich die mit dem Wolf schneller. Da brauche ich nur einen Hit. Egal, egal, egal. Wir kommen ja ganz gut klar eigentlich. Auch als Mensch. Bisher haben sie uns noch nicht getroffen. Glaube ich zumindest. Nur als ich halt kurz als Wolf war, habe ich ein bisschen verkackt, aber hey. So, hier geht's weiter. Leute, was wollt ihr? Leute, bleibt mal ruhig! Und lasst euch verprügeln! So, da lang? Ich glaube schon. Sah so aus. Licht? Licht? Nee, kein Licht. Aber das ist doch... Nee. Ist nicht? Ist doch? Keine Ahnung. Hier ist eine Fackel. Wofür war die denn? Ist hier noch eine andere? Moment! Das muss ich doch gerade mal überprüfen. Oder sehe ich... Doch, das ist doch eine. Ich habe die irgendwie nicht gesehen. Ich habe so geguckt. Hä? Das ist gar keine. Oh doch, da ist eine. Okay, das war's. Was soll das? Soll ich das hier anzünden, ne? Bin ich hier richtig? Sieht richtig aus, aber ich sehe nicht. Hm. Vielleicht muss ich hier ja später lang. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch abgewogen. Oder er verarscht mich und er ist weiter hier lang. Nö. Nichts zu sehen, kein Leuchten. Okay, ich bin vollkommen falsch. Na, wozu waren die Fackeln? Hm. Scheinbar einfach nur so. Okay. Na dann, kann ich mitleben. Selbst wenn, was soll da großartig sein? Ich weiß es auch nicht. Okay, wenn es nicht da lang war, dann... Nee, da geht's gar nicht lang. Hey. Moment, da war der Wasserfall. Der Wasserfall! Da geht's doch lang, oder? Ja, okay. Das muss der richtige Weg sein, oder? Ja, indeed. Okay, alles klar. Sorry. Hab ich mich kurz verlaufen. Muss ich jetzt hoch? Und ich bin wieder hier. Da bin ich einmal lang gegangen. Hier lang muss ich, okay. Alles klar, kein Ding. Verzieht euch mal! Seid ihr richtige Kletten? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr von mir? So, jetzt bin ich hier richtig. Okay, und jetzt muss ich hier landen. Ja, gut. Okay, verzieht euch, Mann. Ihr seid echt ein bisschen nervig. Lasst mich doch in Ruhe. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab nichts für euch. Ich hab gar nichts für euch. Jetzt sind wir schon wieder hier. Nee, schon mal falsch. Dann da lang wahrscheinlich. Mann, Leute, Leute, Leute. Beruhigt euch doch mal. Was ist denn los mit euch? So, wo lang? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ja, okay. Ich glaube, ich muss hoch. Wie daneben schlagen. Trottel! So, hier ist er nicht, aber ich glaube, er war irgendwo da oben. Genau! Da oben! Alter! Habe ich gerade dem anderen einen Headshot verpasst? Wie er auf einmal vor mir runterkam. The fuck? Alles klar. Das war nicht meine Schuld. Danke für den Rubin auf jeden Fall. Was kann ich dafür, wenn du auf einmal da runterkommst? Konnte ich ja nicht ahnen. Was hier? Nee. Ich glaube nicht. Was ist denn jetzt? Nee, ist auch Quatsch. Moment. Moment. Das sah auch ganz anders aus. Nee, nee, das ist auch falsch. Hä? Ist nicht doch das? Doch, doch, doch. Das sehe ich doch. Okay.
mein erster Gedanke war doch richtig. Jetzt bin ich schon wieder hier. Nee, jetzt bin ich woanders. Hä? Was ist hier los? Naja, der hat nämlich hier die Gänge verändert. Das war doch der Weg, wo wir schon waren. Und hier geht's jetzt weiter. Wieder zu dem Ort. Den kennen wir doch. Hier haben wir doch letztes Mal gegen ihn gekämpft. Und das werden wir ein weiteres Mal tun müssen. Diesmal als Mensch. Und diesmal läuft das ein bisschen anders. Also von daher ist noch ein bisschen Abwechslung geboten. Also nicht ganz so schlimm, ne? Meiner Meinung nach. Moment, ist das überhaupt dieselbe Ort? Ne, es sieht doch ein bisschen anders aus, ne? Sieht doch ein bisschen anders aus. Aber ähnlich. Willst du? Nein, nein! Nicht neu rufen. Ich war zu langsam. Typisch, kommt doch noch schneller her. Kommt doch mal her. Nein, was? Bin da? Ich hab... Hä, ich bin überhaupt nicht auf den Knopf gekommen. Ich hab B gedrückt. Willst du eigentlich? Nein, falscher Knopf. Nein, Link. So, schießen ab. Der geht immer weiter nach oben und ruft noch mehr von den seinen komischen Viechern. Na dann, mach du mal. Mach du mal. Habe ich kein Problem mit. Ich zerstöre sie alle. So. Weg mit denen. Wieder neben. Batz. Schön in den Hut. Und der geht noch weiter nach oben. Was wollt ihr denn da oben? Die Typen. Was wollt ihr da oben? Kommt runter. Spiel mit mir. Der kleine Link will spielen. Können die gruseligen Männer zum Spielen rauskommen? Und du friss meinen Pfeil. Sehr schön. Na, hast du jetzt genug? Scheinbar schon. War auch lustig. Du darfst durch zu dem geheimen Ort. Nett von dir. Er will doch nur spielen. Regt euch mal nicht auf. Nee, das war, glaube ich, bei einem anderen Ort. Komme ich da jetzt hin eigentlich? Ich will mir noch gern was holen. Okay, erstmal bin ich hier oben, genau. Genau. Denn da unten waren wir ja schon mal. Und jetzt sind wir hier oben. Und schieben erstmal die Blöcke hier runter. Du versperrst mir den Weg. Weg mit dir. Zack. Und haben somit auch gleichzeitig eine Abkürzung geschaffen. Damit wir auch von unten hier hoch... Von unten hier hochkommen. So. Der heilige Hain. Hier ist es also. Ja. Hier waren wir schon mal. Aber noch nicht hier oben. Was ist das hier? Gucken wir uns gleich an. Ich will mir erstmal was holen. Was ich mir eigentlich schon... Nee, hätte ich das letzte Mal holen können? Doch, hätte ich, wenn ich nochmal zurückgegangen wäre, glaube ich. Oder? Ich weiß gar nicht genau. Egal, ich hol's mir jetzt. Denn hier ist noch ein Felsen. Ein ziemlich auffälliger. Und den wollen wir doch mal aus dem Weg räumen. Denn da gibt's was Schönes für uns. Verzieh dich, Mann! So, wunderschön. Ach, ein Geist auch noch. Stimmt ja. Stimmt ja. Typi, bleib ganz ruhig. Erstmal eine Bombe abgelegt. Begnüht dich doch mit der Bombe da. Die ist lustig. Die mag dich. Also, wär's cool, wenn du sie auch magst. Wie auch immer. Danke für die Seele. ich weiß auch nicht. So, aber hier ist noch was zum Wühlen. Sieht zwar nicht so aus, aber wir können hier rein. Indeed. Richtig krasses Versteck. Und hier sind ganz viele Pflanzen. Okay, das will ich aber als Mensch machen. So, Leute. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Geht sterben! Bam! Abgetrennt. Und du auch noch! Bam! Tschüss, Mann! Yeah, aber das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Hier sind noch mehr. Bam. Richtig einen reingehauen. Ups. Schade. Ich kam zu schnell angesprungen.
Ich dachte, ich könnte da locker eine Sprungattacke machen. Wow, voll reingesprungen. Ich bin wieder ein bisschen unvorsichtig. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben zwar viele Tränke, aber das musste auch nicht sein. So, dich hole ich erstmal da runter. Wissen da oben, ne? Ups, so. Komm mal runter! Auf den Boden der Tatsachen. Ich sag, komm runter. So. Tschüss, mein Freund. Und eine Truhe. Wer hätte das erwartet? Der Raum sieht ja auch gar nicht so aus wie einer, den wir schon mal besucht haben. Und da war ebenfalls ein Herzteil drin. Wunderschön. Dankeschön. So. Stimmt. Ich wurde sowieso wieder alt. Ich vergesse es immer wieder. Immer wieder vergesse ich es. Aber gut. Alles cool. Wir sind wieder vollgeheilt. Und kurz vorm nächsten Dungeon. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Warum wir überhaupt hier sind. Ne? Nicht für das Masterschwert, das haben wir ja schon. Sondern wegen was anderem. Und zwar wegen der Spiegelscherbe, die sich natürlich in einem Dungeon befindet. Aber wo soll der sein? Hier ist gar nichts. Hier ist nur noch so eine komische Statue. Mit einer Tür, die in uns hinführt. Egal, wir sprechen mal mit ihr. Hallo? Ah, nee. Ach, Quatsch. Sorry, mein Fehler. Ich musste, glaube ich, nochmal das Lied spielen, ne? War dem nicht so? Ich glaube schon. Also nochmal zum Wolf werden. Und nochmal ein bisschen rumheulen. Warum das beim letzten Mal nicht schon aktiviert wurde, weiß ich auch nicht. Nee, doch nicht. Muss ich das Masterschwert reinstecken? Was war es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Versuchen wir das nochmal mit dem Masterschwert. Vielleicht aktiviert das irgendwas. Wir können es auf jeden Fall zurückstecken. Also rein damit! Rein damit! Los, Link! Keine Angst, du kannst direkt wieder mitnehmen. Ja, genau. Warum es jetzt erst aktiviert wird, weiß ich nicht. Aber hey, der Typ ist aber durch Magie verschwunden und nur die Tür bleibt. Aber was soll das? Was soll die Tür bringen? Die führt doch zu nichts. Im wahrsten Sinne. Keine Ahnung. Alles seltsam. Aber wir werden uns das mal näher angucken. Kann ja nicht sein. Wow, Leute! Was geht denn ab? Oh, mit ganz vielen Fledermäusen auch noch. Das ist ja uncool. Gar nicht cool, Kumpels. Und auch noch so viele. Ich habe mich auch gerade geheilt. Und jetzt wollte ich schon wieder Stress. Batz! Nein. Mitter, was ist los? Ich drück den Knopf überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was sie von mir will. Ah, fuck. Fledermäuse gehen mir erstmal auf den Sack. Nein, Link. Okay, alles gut. Alles gut. Nein. Mitner, jetzt darfst du. So, kriege ich alle auf einmal? Nee, egal. Drei Stück, das passt. Das reicht mir. Dann kann ich jetzt die beiden holen. Wunderschön. Ha, gut, was ein Stress. Aber alles gut. Ich glaube, ich bin unverletzt. Ich meine schon. Ja, wunderschön. Wunderschön. Alles heil überstanden. Das heißt, ich kann mit vollen HP in den Dungeon gehen. Aber wo ist dieser Dungeon? Man weiß es doch nicht. Aber gleich werde ich sie sehen. Es ist ziemlich cool. Ziemlich nice. Wir gucken uns mal die Tür an. Und öffnen sie. Aber was bringt das? Alles schwarz-weiß. Was ist denn hier los? Jemand hat die Farben geklaut. Paper Mario Color Splash incoming. Nee, nicht ganz. Wow. Alter. Die Musik, na, wer kennt sie? Richtig nice. Das ist der Tempel der Zeit. Wir sind quasi in die Vergangenheit gereist. Hier steht nämlich noch alles. Das ist derselbe Ort, wo wir eben waren. Nur da war alles zerstört. Nur noch Bruchstücke waren übrig. Und jetzt sind wir einfach durch die Tür in die Vergangenheit gereist. Und hier ist alles intakt. Komische Vogelstatuen. Und da ist unser letzter Käfer. Hallo. Natürlich auch im selben Gebiet, weil
In der Gegenwart haben wir die männliche Schnecke gefunden und hier ist die weibliche. Sehr schön. Ist da noch ein bisschen Geld? Pfeile, okay. Nehme ich gerne. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich mag sowas mit Zeitreisen in Zelda. Gibt's ja sehr oft. Gab's in Ocarina of Time, gibt's hier. Und auch in Skyward Sword. So, Typis. Ich darf hier durch, oder? Wir müssen nicht noch ein Rätsel machen. Oh, julianische Zeichen. Hey, das könnten wir auch theoretisch lesen, wenn wir alle Buchstaben haben, oder? Eventuell. Egal, gehen wir weiter. Zum Podest des Masterschwerts. Was so komisch ist. Wieso ist das Masterschwert hier nicht drin? Wenn wir schon in der Vergangenheit sind, müssen es doch jetzt zwei sein, oder nicht? Egal. Wir stecken auf jeden Fall unser Masterschwert hier rein, um einen Mechanismus zu aktivieren. Das sieht so unglaublich cool aus hier. Mit der epischen Musik. Richtig geil. Ich liebe das. Und ich liebe auch den nächsten Dungeon, denn diese Treppe führt uns genau zu dem. Eine Treppe aus Licht. Tante? Was machst du denn hier? Das Fenster verschwindet einfach. Was ist denn hier los? Was will die denn hier? Tante, was soll das? Ist weg. Einfach in den Dungeon gerannt. Komisch. Aber okay, Leute, ich würde sagen, mit dieser epischen Mucke verabschiede ich mich erstmal für diesen Part und im nächsten Part geht's dann los mit dem Zeittempel. Richtig geil. Richtig cooler Tempel und richtig geil inszeniert hier alles. Oh, ich mag das. Das ist richtig cool. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.